Habt ihr uns oder haben Sie uns vermisst heute Sonntag? Ja, sonst haben wir uns aber gemeldet vom Domshof. Aber letzten Sonntag ist unsere spezielle Saison 2020 zu Ende gegangen. Oh, kein Grund uns zu entbehren, denn wir haben uns mal was einfallen lassen. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr und da haben wir uns auch mal etwas Besonderes für Sie und für dich und für euch einfallen lassen. Wir wollen mal, so sieht ja unsere Spielsituation sonntags immer aus. Und damit ihr oder sie, ja ihr wahrscheinlich doch eher, uns nicht vermisst, wollen wir mal etwas bauen. Wir wollen uns das mal nachbasteln. Ja. Hier auf dieser Fläche? Ja klar. Material? Kein Wangematerial brauchen wir so nicht. Weil Material haben, nein, wir wollen jetzt gar nicht verkaufen. Alles Sachen, die haben Sie zu Hause. Die habt ihr zu Hause. Einfach mal ein bisschen rumgucken und wir machen das, wie war noch unser Motto? Ja. Kann der Esel ja nicht ganz verbergen, ne? Also unser Motto ist ja, gemeinsam bastelt es sich besser. Wir werden damit heute nicht fertig, wir fangen heute erstmal damit an und vielleicht ergibt sich ja im Laufe der nächsten Tage, Wochen ein bisschen etwas heraus, wie wir besser werden können, so ein paar kleine Details hinzufügen können. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und eins müssen wir noch machen. Weil, was machen wir immer Sonntag für Sonntag? Wir begrüßen auch unsere nicht-deutschsprachigen Gäste. Und das machen wir mal so. Ladies and gentlemen, boys and girls, hello. Well, this was actually one of our last Sundays that we were performing. Yeah. So now our special season 2020 is over. And well, thanks for all for participating, for being with us during the last weeks and months. So, it will take quite a while before we see each other again. We have several possibilities. You know, you can spend the time like this. But we can do something together. Well, we just created an idea. And this, what do you think of, nevertheless, we are on, as you are, what about building this out of paper, out of material that you all have at home? We don't want to sell it to you because you have it all, okay? So all we need is space. Yeah, what about space? Yes, this should be enough. Yes, it is. And paper stuff, and so pens whatsoever. That would be fine, having this for, yeah. So, yeah. And, well, how do we start? Well, actually, one thing in advance. In Oscar is not donkey by from the beginning. Oscar learns something different. I for over 30 years I studied kind of drawing, technical drawing. So that's helpful for our project. Yeah, I'm sure about that. So we switch from language to language. So I try to get everyone along. And, well, since we are doing this for the first time, let's start. And, so, jetzt geht's mal los. Wir wollen bauen von unten nach oben. Also, wie gesagt, das, nur noch mal so nebenher. Oscar ist ja kein gelernter Esel. Vor über 30 Jahren habe ich ja noch mal was anderes gelernt. Oscar ist gelernter technischer Zeichner. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen hilfreich für unser Projekt. Was brauchen wir denn zuerst mal? Wir brauchen als erstes mal eine Fläche, wo wir das alles so ein bisschen draufkleben können. Weil das ist ja besser, kennen wir ja noch. Ist ja mal doof für Mutti und Vati, wenn irgendwo was rumsteht und da kann das mal weg. Deswegen machen wir es doch gleich mal irgendwo drauf. Hm? Ach, der kluge Esel. Ja, dann brauchen wir wohl mal Pappe. Pappe. Und da haben wir eine mal genommen. Die Pappe, die hatte hier hinten auf der Rückseite hier, so ne, das brauchen wir gerade nicht. Deswegen haben wir mal eine etwas hellere Pappe da drüber geklebt. Das, so, jetzt haben wir hier unsere Spielfläche. Die können wir mit Herbstblättern hier noch so ein bisschen garnieren oder auch so ein bisschen mit unserem Corona-Boxring, den wir da hatten. Oder, aber wir fangen erstmal an. Heute
Heute wollen wir anfangen mit dem Teil hier hinten, mit unserer Bühnenwand, nur mit dem Äußeren. Das Bühnenbild, die Räuberhütte und so weiter, das kommt dann in einem der nächsten Schritte. So, well, that is how we want to start. You just, you know, get something more harder than paper, you know, like this. And actually we had only with this. We don't need this at this point. So I just glued a thinner piece of this harder stuff on top, and so we have this. Now, let's start the building. We want to build our, this is our blue theater bus. We will build a car, not exactly this car, but we will build a car, and this here is our mobile stage. This mobile stage we are going to, well, make it out of paper, yes. But first of all, well, you go for paper and you go for your pencil, you know, pencil, it, no, doesn't need to be. And the best friend of the pencil is, the eraser, yes. So, and we have Rudy ruler, yes, your ruler. So, that's basically all. And, yeah. Also, Sie haben das vielleicht eben schon, was wir brauchen, ist den Freund Bleistift, seinen engsten Kumpel des Radiergummi und Rudi Lineal. Den brauchen wir auch. So. Und brauchen wir eine Idee. Denn wir, oh, die hier hinten ist ja nichts anderes als eine Kiste. So, das würde ja bedeuten, okay, wir haben, ja, wir haben diese Wand hier vorne und wir haben die Wand hier hinten und wir haben hier schmal, hier schmal, hier schmal, hier schmal. Das heißt also viermal schmal und zweimal nicht schmal. Bisschen mehr groß. Jetzt müssen wir natürlich überlegen. Sie zu Hause und bewegen immer auch. Wie groß machen wir das denn mal? Da ist. Nun fragen Sie nicht, wie das geht. Das kriegen Sie schon hin. Ich zeige Ihnen mal, wie wir das hier machen. Und dann können Sie überlegen, ob Sie das vielleicht auch so machen. Also ich denke mal, wir machen das mal so. Ja, damit es ein bisschen vernünftig ist, so zwischen 15 und 16 cm hier für die langen schmalen Hohen. Ja. Und dann machen wir, und da müssen wir jetzt eben kurz ein bisschen aufpassen, weil hier unten haben wir die Räder, das heißt die Kiste an sich oben drauf ist schmaler. Ja. Wenn wir also hier so ein bisschen, ja jetzt machen wir die Höhe und so, ja, dann würde ich mal sagen, ungefähr 1,5 bis 2 für die Räder ab. Und dann brauchen wir für die Kiste, ich sag mal 10 cm. 10 cm für die Kiste. Das heißt, wir brauchen also erstmal dies nicht. So, for our English speaking guests, well, we come to measuring this and well, unfortunately there we have to go separate ways. Yes. Because most of the English speaking people, maybe you know centimeters, of course you do, but you have inch and all this stuff. That is not quite familiar to every one of us, so I know that we have 1 inch is 25.4 millimeters, which means 2.54 centimeters. So, we will continue in centimeter, okay? Since we are used to that. So, nevertheless, you decide on what, you know, area you have, how large, how high this you think should be, okay? So, we decided to have it, what did I say, 10 in height. And don't forget, we have, you know, the wheelies down here. So, when we are just, we do the wheelies extra. So, we just make the box on top. So, when you have your total in total, don't forget to subtract the wheelies. We don't know how big, so just the box. We have our box, we will do this, what did I say, 10 centimeters and 15 to 16. So, das brauchen wir jetzt erstmal auf Papier. Ganz normales, shaky, shaky Papier. So, Pencil, also Bleistift. Und dann wollen wir mal eben sehen. Also, 15 bis 16. Das heißt, wenn wir das 10 hoch machen, Leute, das geht nie auf ein, beide gehen nicht auf ein Blatt, also der Trend geht zum zweiten Blatt. So, dann let's get ready to
draw this. Yes, I one in the two. We make, so what did I say? Also, wir zeichnen das jetzt mal im Schall auf. 16. Oh, Mist. Jetzt eilen wir nicht zum Geodreieck und holen, dass wir das in welchen Winkel, weil das gehen wir auch nicht. Weil, das machen wir so. Wir nehmen diese Linie, das Ende des Lineals, setzen das bitte hier unten so plan auf die gezeigte Linie, auch dass wir die gut sehen. Nehmen dann den hier und machen das länger, als wir es brauchen. Weil dann haben wir auf jeden Fall auch schön Winkel. Also, und das machen wir jetzt 10 hoch. 10 hoch, wir wollen mal eben sehen, 10 hoch ist ja ein weniger als 11, also ein Zentimeter weniger als 11. Das heißt, wir haben es hier und wir haben es hier. Das wiederholen wir auf der anderen Seite, auch sehr schön, formschön auch so ein bisschen. Machen wir genau dasselbe. Wir machen die... Oh, das können wir entscheiden. Well, in order for English speaking, yes, you know, don't go for your special ruler that helps providing you the right angle. You just use this, put this on top of here, you know, and then you make this, and then you have it. Of course, you have to, for your space need to be sufficient in here, otherwise that yourself. Like this, no, city down on the line, so like this, this is it. So you draw in the line, make it a little bit longer, because you know, your friend eraser can do the rest. So, what did I say? 10 centimeters. 10 centimeter, yuppie, yuppie. This is here, wir machen hier. So, dann haben wir hier. Ja, und wir müssen das auch zusammenkleben, richtig? Also, was die Klebeschlitze da anbetrifft, also wo wir es, das machen wir am besten hier an den großen mit dran. Die anderen Sachen, die dazwischen kommen, das machen wir anders, die kleben wir drauf, okay? Die kleben wir drauf. Also, wir machen erstmal so. So, you know, for gluing this stuff together, we need to have something extra on top of here. So, I make it like here is more or less like this. So, then you have your line here. Just do it really good, because not so tight, even that might not be sufficient. So, you do it like this. Also machen Sie die Ösen hier, die Lappen hier, die Ecken so klappen, ein bisschen größer, weil das ist weg. Dran schneiden ist schlecht. Bisschen länger gleich abschneiden ist immer besser. Also, dann machen wir hier, hier, und wir machen hier und hier und hier und dann haben wir das. Ja. So, dann eilen wir zur und schneiden das einmal aus. So, da hat jemand noch sich gut überlegen können, was wir sonst noch brauchen, bevor wir unsere Kiste so zusammenkriegen. Das ist, genau, wir brauchen das nochmal auf der Rückseite. Falls das jetzt zu schnell war, dann würde ich sagen, einmal zurücklaufen lassen und dann können Sie sich das Ganze nochmal angucken. Und dann können Sie es nochmal bitte Stück für Stück nochmal nacharbeiten. So, und damit it is too fast for you, okay, it's fine. You just push the rewind button and then goes like woo, and then you can more or less in slow motion again and again till you are at the point that you are ready, okay? So then you cut it out, then you do it like this, and then it's well, it's more or less it's short distance, and to catch the bin is more or less okay. So I'm going to prepare, you know, we need another one of this, and we need the you know, this one's all around. I'm going to prepare this. I'm not gluing it together alone, that are we going to do together. Also ich bereite das jetzt mal weiter vor. In der Zwischenzeit zeigen wir Ihnen ganz gerne nochmal, wo unser Wagen schon
überall war. Und dann können Sie ihn von allen Seiten nochmal angucken und vielleicht haben wir auch sogar einen kleinen Blick rein. Also, ich mache und Sie warten. Hallöchen, na, Hammes? Ja, ich habe jetzt hier so weit vorgearbeitet. Dies hier ist jetzt unsere Schmalbahn. Das heißt, die müssen wir ja haben, so lang wie hier und so lang wie da. Und das heißt, wir können uns, ganz easy, eine Ecke zum Kleben sparen. Das heißt, das ist hier die Linie, die Knicklinie. Wir brauchen also nur hier oben und. Wir haben hier die geradesten Linien überhaupt, weil das Papier bringt das so mit. Deswegen dies hier auf der einen Seite und deswegen hier brauchen wir nur eine Klebelasche hier. Warum? Nur die Klebelasche hier oben? Weil der Rest, die Klebelaschen hier sind ja schon dran. So, hello to our English-speaking guests. So, I just, you know, these are the some nice pictures, huh? Okay. Is your creativity already flowing? Good. Don't stop it. We need it. So this is this and this and yes, of course there is this, but this we are going to have a little later, okay? Because we want to try something, but that we do later on. Okay. So yes, now we need the small section. You know, there we have the doors. Of course, they are doors, but we will do this a little later. Today, only the ground structure. Okay. So, then we, well, call me a Scottish donkey. So, we take this paper here, have it, and we already have a cute and nice and long and precise line here and here. So we take this. This, what you see above here, you know, that is this. So we need only one part for gluing. And we need another one. So we need the lash for the glue on the other side. So I'm doing it like this. So ich habe gerade den englischen Gästen auch nochmal erklärt, was alle anderen schon wussten. Wir brauchen natürlich jetzt, weil wir ja nur zwei Wände hier haben bisher, das Ganze nochmal für die andere Seite. Und da müssen wir ganz präzise natürlich arbeiten. Hey, wenn das ein, zwei Millimeter nicht stimmt, ist okay. Nicht so schlimm. Aber so ein paar Zentimeter auf Baby Shave Head would leave. Ne? Sagen wir ja hier auch ganz gerne in Norddeutschland. So, Achtung. Wenn wir jetzt hier haben wir die Wand. Wenn wir hier jetzt ein bisschen smart design wollen, dann müssen wir mit der kürzeren Wand, die müssen wir hier haben und die längere hier, weil wir brauchen die Klebelasche hier unten. Hier haben wir es kurz und okay. Wir machen es einfach. Ja? Okay. So. Das heißt, ich brauche jetzt hier unsere Höhe. Was hatten wir gesagt? 10. Müssen wir nochmal schnell nach. Weil wir haben es ja da. 10. Und dann brauchen wir noch mal das andere da, noch mal eben schnell für 16. Das heißt, 16 machen wir jetzt hier, ups. Unseren rechten Winkel machen wir, unseren more or less rechten Winkel machen wir hier. Und da haben wir jetzt die Klebelasche auf der Längsseite. Brauchen wir, sehen wir auch gleich. Also, ich schneide noch mal eben ab. Und schneide das zu und dann sind wir gleich wieder da. In der Zwischenzeit noch mal ein paar kleine Impressionen. So, more or less, I'm going to get this out. And in the meantime, you will have some nice pictures. Enjoy it. And then we
come to the gluing. Glue stuff. Ah, that's right here. It's nothing about an organized desktop. You know, this is a real desktop, that's the other one, but okay. So, glue, and we'll be back in a moment. Da sind wir wieder. Wir haben das jetzt alles fertig. Es waren nicht so viele Bilder wie eben, aber ich hoffe, das hat gefallen, oder? Ja? Gut. Also auf mit dem Kleber. Na, nee, wir haben, das ist ein ganz schöner Kleber, eigentlich ein spezieller Papierkleber, der kriegt auch nie im Bastel. Und den, dann fangen wir jetzt mal hier mit an. So ganz. Und nun kommen wir, natürlich jetzt die lange Seite nicht so arbeiten. Nee, das ist gerade gut. Okay. Also wir setzen dies hier dann hier drauf. Wir gucken so ein bisschen, so wie, put this together. So be careful that you don't sear up the line outside your pencil line, where you just drew it, sketched it. And you put it like this. So. Und da haben wir es bei der Miete. Hm? So ist unser halber, der, ja okay, ja logisch, dass wir meine Reste jetzt natürlich auch haben. Hm? Da können wir auch gar nicht anders. Was, ja, unser Kleber geht ja nicht gut. Gönnen Sie sonst dem Kleber die Zeit, eben ein bisschen trocken zu werden. Der hier, der ist schon echt trocken. Da haben wir das. Dann wollen wir eben sehen. Wir nehmen das, nicht dass wir irgendwas jetzt einpüstern, einpischern, was wir noch nicht brauchen. Also wir machen jetzt erstmal die andere Wand dagegen. Und das heißt, wir machen hier. So. So we have, you know, part time of your gluing activity. Gluing is done. So. But this is a very good gluing stuff. It's, you know, it's a really good mounting together, fitting together. So you just put it in here, and well, this is really pretty good. So if you should have, also wenn das bei Ihnen passiert ist, was jetzt hier passiert ist, wir haben jetzt hier so eine kleine Klebeleiste, hier so eine kleine Ecke offen, also über. Die können wir ein bisschen abschneiden. So, dann passt das ein bisschen besser zusammen. Kleine Korrekturen, bevor der Kleber aushärtet. So. Also, haben wir jetzt. Das müsste jetzt aussehen so. Das heißt, wir haben, da haben wir auch tatsächlich eine ganz Kleinigkeit. Wir lassen das noch mal eben trocknen, okay? Und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ich habe da gerade noch einen kleinen Fehler bemerkt. Ja, da hat der Esel nicht ganz richtig nochmal gedacht. Aber wenn man das vorher so theoretisch macht und so und das jetzt alles ja auch ein bisschen aufregend. Also, wir müssen natürlich die Klebeleiste einmal hier auf der anderen Seite haben und nicht auf der kurzen Seite. Ich habe die Zeit genutzt, das ging ja recht flott, habe das nochmal eben ausgearbeitet. Also aufgezeichnet, entsprechend der Größe, die man so hat. So. Das ist hier, hier und hier. So, you know, there was this whole mistake, you know. Just being a donkey means that, well, you really can't get away with it. So we made a small mistake.
So we needed to have this gluing part right over here. So I used the brake in order to just make it again and have this on the other side. Hey, things happen, okay? That's quite, it's fine, okay? Make a mistake this time and next time you just go over it and yeah, it's done. Also diesmal, man kann schon mal einen Fehler machen und wenn man keine Fehler macht, dann weiß man ja auch nicht, wie es denn, wo man denn so drauf zu achten hat. Außerdem ist es ja schon sehr aufregend, weil Sie und ihr könnt alle mich sehen, aber ich kann mich ja nicht sehen und das ist ja nochmal eine ganz neue Erfahrung. Nochmal ein bisschen guten Schneideraktivität. So. Da haben wir dies und dies. Deswegen ist es immer gut, wenn man das Ganze nochmal eben kurz zusammenarbeitet. Machen wir hier nochmal eine kleine Kontrolle. Also wir das jetzt hier und hier aufkleben. Wunderbar. Alles fest. Alles prima. Dann kleben wir das jetzt auf und dann haben wir für heute unser Ziel erreicht. Es würde mich echt freuen, wenn ich jetzt Ohren hören würde, aber geht ja leider nicht. Und wir machen hier ein bisschen klebi, klebi, hier klebi, da klebi. Da und da klebe ich. So, jetzt decke ich auf Klebi. Oh. Und dann fügen wir das Ganze hier ein. Oh nee, Deckel zu früh auf Klebi, weil wir müssen hier auf die Zunge. So, just close the tube too early. So, we have to have it here. So, now we try to fit this in. Which goes like this. Und versuchen wir das hier reinzubringen. Wir achten hier schön auf die Kante. So. Und nun haben wir das Ganze hier. Wir versuchen, bevor wir den Deckel drauf machen, hier das Ganze noch zur Not. Deswegen ist es ganz gut, wenn man den Kleber da drauf macht und je rechtwinkliger die Falte ist, umso besser steht das Ganze nämlich auch zusammen. Und dann, da im Kontrolle auch alles angeschnappt ist, dafür picken wir mit dem Lineal hier rein. So, schon geht's. Deckel drauf. Gucken wir auch, dass es schön sitzt. Also, haben wir alles schön drauf. Das lassen wir jetzt noch einen Augenblick so stehen, bis es dann fertig ist. Wir können hier noch mal ein bisschen was nachkleben. So, we have to put up more glue right here at the corner. So. And what? This is it. So, we wait till this is dry. And we have right now. Hier haben wir also unseren Untergrund. We have this great stuff here. Now we put this here. So, we have a small idea. Small idea. Well, how this is supposed to look like. So, that's it for today. So, if you have reached this point, good. Haben Sie wirklich gut gemacht. You did a good job. Also, hat schon ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, was wir haben. Wir gucken mal, ob wir das nächste Mal noch eine kleine Pappe kriegen, wo das Auto dann gut drauf kann. Und ja, wir sagen danke für heute und in ein paar Tagen geht es weiter. Wir freuen uns auf die Besucher auf unserer Facebook-Seite und auf Gruß aus Bremen. So, that's it for now. Take care. And if you want to, feel free to do so. Okay, thank you. This is Oscar speaking, and in a couple of days, more. So we try to get more of this, and so feel free, leave us a picture where you are, you know, how your progress is. Thank you.